Barbie war gerade vom Friseur gekommen und wollte sich für einen Stadtbummel umziehen, als Skipper bei ihr hereinschneite. Barbie sah ihr sofort an, dass sie ihr etwas ungeheuer Wichtiges mitzuteilen hatte. Barbie! Barbie, das ist gut, dass du kommst. Oh, das ist irre! Was ist irre? Meine Haare? Ja, ich komme gerade vom Friseur. Sind die Locken gut so? Ja, ja, die Haare sind schön wie immer. Sehr schön. Aber ich habe eine tolle Idee. Tolle Ideen hast du doch ständig. Was hältst du davon, wenn wir deine Party nicht bei uns zu Hause geben, sondern am Strand feiern? Wie bitte? Ja, wir können doch eine riesen Strandfete machen. Oh, Mensch, Skipper, das ist wirklich eine tolle Idee. Viel lustiger. Oh, super, es könnte echt ein Abenteuer werden. Du findest das auch toll? Ehrlich? Und wie? Skipper, eine Party am Strand finden alle bestimmt ganz super. Da können wir grillen und Spiele machen und Musik und vielleicht sogar baden. Und wir könnten viel mehr Freunde einladen als hier bei uns zu Hause. Richtig, da kann ich noch eine ganze Menge aus meiner Klasse anrufen. Lass uns gleich mal die Liste durchgehen. Dann ist das schon gebongt mit der Strandparty? Ja klar, das Wetter ist doch fantastisch. Alle müssen Badezeug mitbringen und Instrumente und vielleicht noch was zum Spielen. Ja, und am Abend können wir ein Lagerfeuer machen. Oh ja. Wir können tanzen. Ach, wir können einfach alles. Komm, wir gehen gleich mal ans Planen. Ja. Nimm einen Zettel, wir schreiben alles auf, damit wir es nicht vergessen. Dann willst du nicht mehr in die Stadt zum Bummeln und Einkaufen? Nein, heute nicht mehr. Jetzt geht's nur noch um die Party am Strand. Wo ist denn Ken? Der muss unbedingt bei den Vorbereitungen helfen. Ich rufe ihn schnell mal an. Das wird eine Party, von der alle begeistert sein werden. Oh, endlich kann ich mal wirklich alle einladen, mitzumachen. Platz ist schließlich genug am Strand. Bald war auch Ken da und nun telefonierten alle drei mit ihren Freunden und Freundinnen, um sie an den Strand einzuladen. Es gab niemanden, der nicht sofort begeistert war. Barbie, das finde ich echt gut. Ich habe erst eine Strandfete mitgemacht, aber das war das Größte, was ich je erlebt habe. Wo soll es denn sein? In der Möwenbucht, weit genug von dem allgemeinen Trubel am Strand weg. Wow, das finde ich klasse. Da gibt es auch genügend Holz für ein Lagerfeuer. Du sagst es. In der Bucht wird immer jede Menge Holz angeschwemmt. Und nicht vergessen, bring deine Gitarre mit. Okay, Gitarre und gute Laune. Bis dann, Barbie. Und vielen, vielen Dank. Ich komme gern. Ich freue mich auf dich. Bobby kommt auch. Finde ich prima, Barbie. Der bringt immer Stimmung. Und Peter dürfen wir nicht vergessen. Er macht immer so flotte Sprüche. Er muss dabei sein, damit wir was zu lachen haben. Ja, richtig. Ich rufe ihn gleich an. Habt ihr eigentlich Hanni schon erreicht? Nein, aber vielleicht ist sie jetzt zu Hause. Ich versuch's nochmal. 0. Maya? Hanni, bist du's? Klar. Du, es geht um eine Party. Ich weiß, ich habe schon von deinem tollen Plan gehört. Du willst eine Strandparty machen. Hm, genau das. Und dazu möchte ich dich auch einladen. Tatsächlich? Das finde ich aber klasse. Dann ist der Tag wieder in Ordnung für mich. Ich habe nämlich keine Karten mehr erwischt für das Johnny Hemmy-Konzert. Aber das kann mir jetzt auch egal sein. Johnny Hemmy? Wer ist das denn? Ach, das ist ein Schlagersänger. Noch ziemlich unbekannt. Aber ich finde ihn ganz gut. Er hat jetzt eine Platte gemacht. Die Zeit aus Wasser. Die Zeit aus Wasser? Das hört sich aber nicht gerade umwerfend an. Naja, Johnny Hemmy fängt ja auch erst an. Tut mir trotzdem leid, dass du keine Karten bekommen hast. Ich hoffe, meine Strandparty wird dich doppelt dafür entschädigen. Ganz bestimmt. Da bin ich sicher. Auch eigentlich bin ich ganz froh, dass ich keine Karte habe. Ich komme viel lieber zu dir. Prima. Also bis dann. Ach, Schwesterherz, ich bin ja so aufgeregt. Haben wir auch genug Musik? Dafür bist du zuständig. Ich habe jede Menge Kassetten herausgesucht, die heißesten Sachen. Zu trinken haben wir auch genug. Wenn Hanni, Betty, Bobby und Karen auch noch was mitbringen, müsste es reichen. Soweit. Barbie, Skipper und Ken brachten alles zum Auto, was sie für die Strandparty benötigten. Das Wetter war gut und die Sonne schien vom leuchtend blauen Himmel. Als die drei den Strand erreichten, war noch keiner ihrer Freunde da. In aller Ruhe konnten sie auspacken, was sie mitgebracht hatten. Aber dann kamen auch schon die ersten Gäste.
Übermütig stürmten die Jungen und Mädchen über die Dünen. Deine Gäste kommen. Es ist nicht zu überhören. Gute Laune haben sie ja. Hallo. Was sie mitgebracht haben. Gibt's denn hier keine Musik? Klar, ich habe Spitzenbänder gemacht. Das Neueste vom Tage. Alles, mein Lieber, was kommt denn da? Seht euch mal das witzige Auto da an. Ein paar haben die nicht gespart. Ganz schön verrückt. Ja, aber die könnten ruhig einen größeren Bogen um uns machen. Fahrt lieber in den Dünen. Ihr wollt uns in die Fresskörbe gucken. Doch wirklich nicht wahr. Was war das für Leute? Keine Ahnung. Totale Spinner. Muss aber schon toll sein, mit so einem Ding in den Dünen rumzukommen. Ja, finde ich auch. Es sind bestimmt irgendwelche Popper. Siehst du einen Popper liegen? Blas ihn auf und lass ihn fliegen. Hör auf mit deinen komischen Sprüchen, Peter. Hilf Ken lieber, die Getränke zum Wasser zu tragen. Ein großes Loch haben wir schon gebuddelt. Haben wir denn keine Kühltaschen? Doch, haben wir. Aber nicht genug. Komm schon, fass mit an. Oder können wir die Flaschen irgendwo anders unterbringen? Wen meinst du mit Flaschen? Setz mal lieber deine Intelligenz beim Transport der Cola-Kisten ein, Peter. Also gut, wenn es sein muss. Los, Peter, sei nicht so blöd. Meine Güte, lass uns mal tanzen. Gern tanzen. Die Party scheint allen Spaß zu machen. Ja, ich glaube auch. Hat selber Schuld. Auf Motorrädern. Das sind mindestens 20. Oh nein, sie verderben uns bestimmt die Party. Sie sollen verschwinden, wir haben sie nicht eingeladen. Das Haar ist bunt, das Hirn ist krank. Was kann das sein? Ein Prank. Das lasse ich mir nicht gefallen, jag ich weg. Sei vorsichtig, Barbie. Da steht kein Spaß. Lass mir ja sehen. Ich komm mit, Barbie. Ich lasse dich allein mit denen. Natürlich nicht. Ken, die werden wir schon vertreiben. Was wollt ihr? Verschwinden. Lasst uns das. Habt ihr mich verstanden? Ihr sollt verschwinden. Reg dich ab, Mutter. Wir rollen schon wieder. Erstens scheint ihr völlig zu betoniert zu sein. Und zweitens seht ihr alle echt hübsch aus. Da wäre ich an eurer Stelle auch meine. Ganz schön kess, die Kleine. Macht einfach weiter so. Mal Glück gehabt. Barbie hat sie wirklich vertrieben. Ja, du auch mit deiner frechen Klappe. Tatsächlich. Ein paar energische Worte haben genügt, Barbie. Aber die sahen ganz schön gefährlich aus. Ziemlich leichtsinnig, die zu reizen. 7 Sinne hat der Mensch. Und der schönste davon ist der Leichtsinn. Ich dachte, sie würden ernst. Barbie hat sie in die Flucht geschlagen. Ich bin wirklich froh, dass das so glimpflich abgegangen ist. Muss ich auch sagen. Die sahen ja zum Fürchten aus. Jetzt ist das vergessen. Komm, Barbie, wir tanzen. Ja, wir machen weiter. Wir lassen uns den Spaß nicht verderben. Los, Freunde, geht die Musik nicht lauter? Hey, wir tanzen raus. Ja, Barbie, echt. Ausgelassen feierten Barbie und ihre Freunde weiter. Der Zwischenfall mit den Punkern war längst vergessen. Peter trug mit seinen Späßen zur Heiterkeit der Gäste bei und Skipper stürzte sich mit einigen Mädchen ins Wasser, um sich abzukühlen. Da kamen zwei Spaziergänger am Strand vorbei. Ein junger, farbenfroh gekleideter Mann und eine ältere, sehr streng aussehende Dame. John, nein. Stehen. Verstehst du mich nicht? Ich verstehe sehr wohl, Johnny. Aber du nicht. Mom, liebe Mom, ich weiß, du meinst es gut, aber du kannst mich nicht immer nur einsperren. Ich möchte auch mal mit jungen Leuten zusammen. Wow, Leute, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Kneif mich doch mal, damit ich merke, dass ich nicht träume. Honey, was ist los? Du bist ja ganz aus dem Häuschen. Warum? Bist du blind? Das ist Johnny Hammy. Der Johnny Hammy? Von dem du mir am Telefon erzählt hast? Genau, der Popsänger. Der gibt doch hier Konzerte. Johnny, Johnny Hammy. Ja, ja, genau der bin ich. Eine tolle Feta bin ich. Ich glaube es einfach nicht. Johnny Hammy. Johnny Hammy. Oh, Schlagersänger. Ja.
mich durch. Ich halte den Kopf nicht aus. Hallo Johnny, ich bin Barbie. Willkommen auf meiner Party. Aber nur, wenn du für uns was singst. Ja. Nicht aus Gefahr. Ich hab's auch. Johnny soll singen. Also, was hätte er jetzt? Bitte. So. Nein, Johnny wird nicht singen. Auf keinen Fall. Aber warum denn nicht? Weil ich es nicht will. Johnny gibt keine Gratiskonzerte. Natürlich werde ich singen, aber nicht umsonst. Wir können dir nicht viel bieten, Johnny. Was möchtest du? Ein Würstchen vom Grill. Wer schmeißt denn den Grill an? Ah, genehmigt, kein Problem. Natürlich, immer. Dieses kleine Vogel. Hier. Nein, Johnny, du darfst nicht singen. Ich verbiete es dir. Aber warum denn? Ach bitte, wir würden uns so freuen. Lassen Sie ihn doch. Ich bin nicht damit einverstanden. Johnny, komm. Sofort. Mom, bitte. Kann Johnny das nicht alleine entscheiden? Nein, das kann er nicht. Johnny, bitte, singe. Johnny, bitte. Hier ist das Würstchen. Guten Appetit. Danke. Du kannst es ja als Mikrofon benutzen. Okay, Leute. Ich habe es versprochen. Johnny, bitte. Du kannst nicht ohne Mikrofon, ohne Verstärker und ohne die ganze Technik singen. Hör mal. Geht das nicht in deinen Kopf? Hört mal zu. Natürlich hat meine Mutter recht. Erwartet nicht zu viel. Wahrscheinlich hört sich mein Gesang recht kläglich an, wenn der ganze technische Kram fehlt. Aber das macht doch nicht. Bitte, ach bitte. Nein, Johnny, du hast ja keine Ahnung, was du alles aufs Spiel setzt. Wenn du dich hier blamierst, geht niemand mehr in deine Konzerte. Ich glaube nicht, dass er sich blamieren wird. Bitte lassen Sie ihn doch das eine bitte, Mal. Bitte, wir möchten bitte lassen Sie ihn doch hören. Er singt doch so toll. Also gut, Freunde, seid nachsichtig mit mir. Bitte, die Musik. Sofort, Johnny. So doll. Ich komme mir vor, als hätte ich die Stimme verloren. Nein, das war prima, Johnny. Ja, das hörte sich echt gut an. Du hast eine irre Stimme. Wisst ihr was? Kommt doch alle zu meinem Konzert. Ich kann euch keine Freikarten versprechen, weil wir ausverkauft sind. Aber ich schleuse euch schon irgendwie in den Saal. Fragt nach Hill Dyer. Dem sage ich Bescheid. Also, ich muss weiter. Viel frische Luft schnappen, damit ich heute Abend bei Stimme bin. Bis später dann. Bis heute Abend, Johnny. Wir hätten gern noch mehr gehört. Großartig. Mensch, Hanni, das hätte ich nicht gedacht. Der hat hier wirklich was los. Bestimmt gehen wir irgendwann ein Konzert von ihm. Irgendwann, Peter? Wieso? Na, erst werden wir doch wohl unsere Strandparty feiern, oder? Natürlich. Das kurze Gastspiel von Johnny Hemmy war noch lange Gesprächsthema. Alle hofften, dass er auf dem Rückweg noch einmal bei ihnen vorbeikommen würde, aber Johnny tauchte nicht mehr auf. Ken zündete ein Lagerfeuer aus Treibholz an. Und Skipper sorgte dafür, dass immerzu flotte Musik aus dem Radio ertönte. Die Party war in vollem Gange. Was dieser bunte Geländewagen hier immer will. Ach, kümmere dich nicht um den Skipper. Möchtest du noch eine Limo oder lieber ein Ei? Immer diese Entscheidung. Ich nehme beides. Hey Betty, ich muss unbedingt mit dir reden. Skipper ist völlig überdreht. Das
sie, Barbie. Mir macht die Party unheimlich Spaß. Ist ja auch eine Bombenstimmung. Tja, und jedermann scheint sich eingeladen zu fühlen. Es kommen immer mehr. Ich schätze, mittlerweile sind wir 120 oder so. Mir sind viele dabei, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Mach doch nichts. Solange es keine Krawallmacher sind, soll es uns nicht stören. Außerdem hat jeder irgendwas mitgebracht. Und wenn sie satt sind, sind sie auch fit. Ja, das ist richtig. Sag mal, wer ist eigentlich der blonde Mann da, der mit dem Halstuch? Keine Ahnung. Er scheint alleine hier zu sein. Er hat gemerkt, dass wir über ihn reden. Komm. Hallo, bist du Barbie? Ja, bin ich. Ich habe gehört, dass du die Gastgeberin dieser tollen Party bist. Ja, stimmt. Und wer sind Sie? Mein Name ist Alfred, Alfred Garden. Du hast doch nichts dagegen, dass ich hier bin. Ach, sei so nett, nenn mich Alfred. So viel älter als ihr bin ich gar nicht. Einverstanden. Amüsier dich gut, Alfred. Hast du schon was gegessen? Ist genug da? Danke, ich wollte mich nur ein bisschen bei euch umsehen. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Doch, doch. Sag mal, was feiert ihr eigentlich? Wir? Nichts. Wir machen eine Strandparty, nur so, einfach zum Spaß. Eigentlich ist es genau das, was wir brauchen. Wie bitte? Wer braucht was? Nun, ich sollte wohl allmählich die Katze aus dem Sack lassen. Wir sind eine Gruppe von Studenten und drehen hier ganz in der Nähe ein paar Filmszenen. Es ist unser erster Film, ein richtiger Kinofilm. Hört sich ja interessant an, aber was haben wir damit zu tun? Wir haben diese Party schon eine ganze Weile im Auge. Das ist euch doch sicher aufgefallen. Wir sind mit dem Geländewagen hier ein paar Mal vorbeigekommen. Ach, das war ihr? Ja, und der musste uns wohl auffallen. Aber wieso habt ihr uns beobachtet? Beobachtet kann man nicht sagen. Wir sind vorbeigefahren, weil wir Material aus der Stadt zum Drehort geholt haben. Dabei haben wir eure Party gesehen. Ach, und jetzt möchtet ihr mitfeiern? Nein, darum geht es nicht, Barbie. Sondern? Unser Regisseur Gunnar Art hat da eine Idee. Er möchte eine große Szene mit euch und dieser Party drehen. Er will unsere Party filmen? Ja, das gefällt ihm. Er findet die Stimmung unheimlich gut und eben, wie ihr lustig seid. Und er würde auch einen Sekt ausgeben. An Alkohol sind wir nicht interessiert. Aber es würde euch doch Spaß machen, euch in einem Kinofilm wiederzusehen. Das wäre toll. Das macht uns vielleicht unsere ganze Party kaputt. Wir müssen dann tun, was der Regisseur will. Und er würde doch alles so ändern, wie er sich das vorstellt. Daran habe ich nicht gedacht, Barbie. Du hast natürlich recht. Er müsste für mehr Licht sorgen. Es wird ja schon dunkel. Und er würde Regieanweisungen geben. Ja, genau. Nein, nein, das will er eben nicht. Ihr sollt einfach weiter feiern. Er will nur ein paar Bilder machen. Hm? Ich muss erst mit den anderen reden. Es klappt nur, wenn alle einverstanden sind. Das kannst du deinem Regisseur sagen. Das Angebot scheint dich nicht sehr zu beeindrucken. Nein, nicht sehr. Wir helfen gern, aber wir wollen uns unseren Spaß nicht verderben lassen. Okay, das verstehe ich. Als der Student gegangen war, rief Barbie ihre Freunde zusammen und erzählte ihnen von dem Vorschlag. Wie sie erwartet hatte, war die Reaktion darauf sehr unterschiedlich. Es waren keineswegs alle dafür. Alfred hat versprochen, dass die Party nicht gestört wird. Also ich bin total dagegen. Wenn jemand einen Film dreht, hat er ein Drehbuch. Und da steht alles drin, was im Film passieren soll. Ja. Und dann muss es auch so gemacht werden, sonst stimmt es hinten und vorne nicht. Na genau, Peter hat recht. Sie verderben uns die Stimmung. Aber ich finde es toll, Barbie. Es wäre doch eine irre Sache, wenn unsere Strandparty nachher im Kino zu sehen ist. Muss ich auch sagen, Skipper. Wann hat man schon mal die Chance, in einem richtigen Film mitzuwirken? Also, ich bin dafür. Es gibt gute Filme und es gibt schlechte Filme, Betty. Wir wissen doch gar nicht, was die da drehen. Ist das ein Krimi oder ein Abenteuerfilm oder einer von der ganz billigen Sorte? Manchmal bist du richtig anstrengend, Ken. Ist doch egal, was für ein Film. Er hat recht. Ich möchte mich nachher nicht schämen müssen, wenn ich mich auf der Leinwand sehe. Wo du dich schon jeden Morgen schämen musst, wenn du in den Spiegel guckst. Ich habe nur mein Gesicht, wie es nur eine Mutter lieben kann. Hört auf. Was wollen wir denn? Wir müssen nachdenken. Los, wir müssen uns einigen. Ja, es wird Zeit. Sie kommen schon zurück. Der Geländewagen hielt am Rande der Möwenbucht, zwei junge Männer stiegen aus und der Wagen fuhr wieder weg. Einer der beiden war Alfred Garden. Der andere war ein hochgewachsener, schwergewichtiger Mann mit schulterlangem Haar und einem mächtigen Bart. Ah, jetzt kommt der Herr und Meister persönlich. Ja, ich glaube, das ist der Regisseur. Hallo Barbie, das ist Gunnar Art, unser Regisseur. Hallo. Versteht er gar nicht. Eine tolle Party, das muss ich schon sagen. Gefällt mir. Ich möchte unbedingt ein paar Bilder machen, ja. Einige vom Wasser aus, einige von der Düne dort, mit Blickrichtung zum Wasser. Ist doch schon viel zu dunkel, noch 10 Minuten und die Sonne ist weg. Und das macht nichts. Wir stellen ein paar kleine Scheinwerfer auf, ganz dezent natürlich. Und dann machen wir ein paar nette Bilder und die Sache ist geritzt. Das sehe ich noch nicht. Was ist das überhaupt für ein Film, den Sie da drehen? Du brauchst keine Bedenken zu haben. Eine Komödie, eine verrückte Geschichte mit einem Hauptdarsteller, den viele von euch kennen werden. Ich möchte nur, dass er einmal
über den Strand läuft. Mitten durch euch hindurch. So, mitten durch uns durch. Und was haben wir eigentlich davon? Ah, ich will ehrlich sein, viel ist nicht drin. Wir sind ja selbst knapp bei Kasse. Aber ich lade euch zur Premierenfeier ein. Ah, ist das was? Okay, das wollen wir lange herumbringen. Wenn das so ist, ich bin dafür. Wer macht noch mit? Ich auch. Dann ist alles klar? Ja, alles klar. Ich danke euch. Alfred, ruf das Team. Wir wollen so schnell wie möglich anfangen. Wir müssen drehen, solange hier noch diese fetzige Stimmung ist. Dieser Oberkomiker, der die Hauptrolle in dem Film spielt? Papa Smile! Einige von euch haben bestimmt schon von ihm gehört oder ihn in einem Film gesehen, ha? Papa Smile! Klar! Wenn das gewusst hätte, das ist ja super! Plötzlich waren alle von der Idee begeistert, in dem Film mitzuwirken. Obwohl genau das eintrat, was Barbie von Anfang an befürchtet hatte. Die Strandparty war praktisch zu Ende. Nun wurde nicht mehr zwanglos gefeiert. Alles konzentrierte sich auf die bevorstehenden Filmaufnahmen. Hey, das ist er! Aus dem Film! Ein Film! Schade, die Party ist eigentlich vorbei. Mach dir nichts draus, Barbie. Du musst es anders sehen. Anders? Wie denn, Skipper? Naja, diese Filmgeschichte ist eben ein Teil der Strandparty. Keiner von uns hätte je in einem Film mitgewirkt, wenn du diese Party nicht gemacht hättest. Und es ist doch eine tolle Sache. Auch wenn er vielleicht keinen einzigen Oscar kriegt. Es macht einfach Spaß. Ja. Der Herr Schuster und sein Papa Smile. Barbie, ich möchte dir Papa Smile vorstellen. Papa, das ist Barbie, unsere charmante Gastgeberin. Hey Barbie, nett von dir, dass du mitmachst. Gibst du öfter so tolle Partys? Tja, wenn Sie möchten, lade ich Sie zur nächsten ein. Können wir denn so bleiben, wie wir sind? Oder müssen wir uns noch schminken? Ja, schminken müssen wir etwas, aber sonst verändern wir nichts. Es wäre zwar gut, wenn Barbie und du und vielleicht noch ein anderes Mädchen ein anderes Kleid anziehen würden, aber das kostet zu viel Zeit. Und es wird immer dunkler. Wir müssen uns beeilen. Außerdem soll alles so spontan wie nur möglich sein. Genau. Spontanität muss sorgfältig geplant werden. Peter schießt mal wieder den Vogel an. Ganz spontane Bemerkung. Sieh dich vor, Peter. Oder willst du die Hauptrolle haben? Gunnar, lass uns anfangen, sonst schickt uns dieser junge Mann noch aufs Alpenteil. Die Punker. Da sind die Punker wieder mit ihren Motorrädern. Komm zurück, na, Ärger. Ist doch wohl klar, wegen der Punker. Die machen alles kaputt. Doch, das sind keine Punker. Das sind Mitwirkende bei unserem Film, ebenfalls Studenten. Wir haben sie nur so zurechtgemacht. Vor denen braucht ihr keine Angst zu haben. Wirklich, Bammel hatte ich vor denen. Die letzten Vorbereitungen für die Aufnahmen wurden getroffen. Und während sich Barbie, Skipper und Betty vom Maskenbildner schminken und frisieren ließen, filmte das Kamerateam die Strandparty bereits von den Dünen her. Es ist soweit, jetzt sind wir dran. Komm. Puh, ich bin richtig aufgeregt. Das hätte ich ja nie gedacht. So, und nun noch einmal zur Erinnerung. Also, die Punker treiben Papa Smile vor sich her über den Strand. Papa Smile rennt quer durch eure Strandparty zum Wasser und stürzt sich hinein. Alles klar. Dabei rennt er an mir vorbei, rempelt mich an und ich lasse das Tablett mit den vollen Gläsern fallen. Richtig, Skipper. Ich sehe, ihr habt alles verstanden. Können wir? Ja, klar. Ja, in Ordnung. Fangen wir an. Dann kommt mit. Los. Sie fangen an. Freunde, vergesst die Kamera, feiert eure Party einfach weiter. Tanzt oder futtert etwas, spielt im Sand oder macht irgendwas, was euch Spaß macht. Aber bitte blickt nicht in die Kamera. Alles fertig? Papa, bist du soweit? Oh, von mir aus kann's losgehen. Also, du sagst, lasst mich durch. Die Punker sind hinter mir her. Hm? Klar, die Punker sind hinter mir her. Also, dann. Kamera ab.
Ton ab. Klappe. Motorräder und Action. Lass mich durch, Freunde. Lass mich durch. Die Papa sind hinter mir her. Ja. Halt, Kamera aus! Was zum Teufel war denn los, Papa? Oh, nichts weiter, ich bin bloß gestolpert. Und ich habe das Tablett mit den Gläsern fallen gelassen, obwohl Papas Smile noch gar nicht bei mir war. Wenn nämlich... Na gut, kann passieren. Also, das Ganze nochmal. Ganz spontan, Freunde, alles ganz spontan. Ich musste lachen, weil Papa Smile einen falschen Text gesagt hat. Er hat Panka mit Papa verwechselt. Und das ist doch ganz was anderes. Fallen von Lachen aus dem Sattel. Ruhe, Ruhe, verdammt nochmal! Jetzt weiß ich endlich, was eine Komödie ist. Es herrschte ein unglaubliches Durcheinander. Und der Regisseur brauchte eine geraume Weile, bis er alles wieder so eingerichtet hatte, dass er die Aufnahme wiederholen konnte. Er sah bereits ein wenig erschöpft aus. Wir versuchen es noch einmal. Also feiert eure Strandparty. Stimmung! Alles klar, Papa? Alles klar, Art. Von hier aus kann's losgehen. Also dann, Kamera, Ton ab, Klappe. Konzentration, wenn ich bitten darf, Konzentration. Motorräder. Skipper, pass auf, dass die Gläser nicht vorzeitig fallen. Ruhe. Ein macht weiter. Action. Lasst mich durch, Freunde, lasst mich durch. Lasst ihn. Die Packer sind hinter den Poppern hier. Nein. Nicht die Poppern. Aus, 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 aus. Was war denn nun schon wieder los? Ich glaube, Sie sollten Ihre Kamera abbauen. Wir machen unsere Strandparty und Sie machen Ihren Film. Ein Film dann. Das ist ja das reinste Chaos. Der Junge hat dazwischen gequatscht und alles durcheinander gebracht. Sag ich doch. Wo wir sind, ist das Chaos. Wir können nicht überall sein. Das ist es. Das ist genau die Stimmung, die wir einfangen sollten. Ich werde wahnsinnig. Oh, das halte ich im Kopf nicht aus. Sie kriegen nie einen Film zustande. Der Rest ging in Gelächter unter. Keiner von Barbys Gästen war noch länger bereit, das Filmteam ernst zu nehmen. Papa Smile, der klügste von allen, setzte sich in den Sand und lachte, bis ihm die Tränen über die Wangen liefen, während der Regisseur einem Zusammenbruch nahe schien. Ich glaube, ich bleibe in Dumbo. Ich kann nicht mehr lachen, ich habe so eine Bauchschmerzen. Halt du den Mund! Du hast die Aufnahme geschmissen! Klar habe ich das. Aber das Leben geht weiter. Immer nach dem Motto, du hast keine Chance. Also, nutze sie!